Hallo Freunde des Kanutube-Sports, grüß euch! Willkommen zu Whistleblower von Outlast, dem DLC. Was tun die mit uns? You don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here, let me help you. Was ist das für eine ekelhafte Socke, ey? You getting these alerts? Kind of busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they say Hope made a lateral ascension. What do we hope? You're not happy about it? No. Shit. Come on. Okay. 2 Stunden vorher. Also. Den Blick, den wir gerade hatten, den kannten wir, ne? Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Certe Systems im Mount Massive tätig. Gerade alle möglichen Geheimhaltungseinbauungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Welche Dinge gehen da vor sich? Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sache, die ich gesehen habe. Doktoren phasen etwas von Traumatherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was für sie im Berg. Was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Drücke linke Maustaste, um die E-Mail zu senden. Oh, was? Ja. Man kann also sagen, der letzte Blick, den wir gerade hatten, wo er uns abgeschleckt hat wie so ein Eis, das war dann die Szene, wo wir den Typen von dieser Lebenserhaltungsmaschine, können wir so sagen, abgeschaltet haben bei Outlast. Ja. Restricted Area Hotized Personal Only. Also für... They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Gehe zur Hauptkonsole des Murkoff-Station Antriebs. Ich wollte mich da eigentlich umsehen, aber hier ist ja nicht viel. Hier war... Okay. Okay. Was haben wir denn für Schuhe an? Okay. Park, Angestellter 1466. Melden Sie sich umgehend bei der Überwachung. Des Merkogenetischen Antriebs. Morphogenetischen. Ach, das ist. Ah. Mervyn Park, die Überwachung. Okay. Wir brauchen zwar überall also so eine Karte, ne? Aber wir haben ja keine. Wir können ja trotzdem gucken. Schon verrostet hier. Hat schon versucht, eine einzubrechen, ey, mit der. Parts per million, yeah, but those are precursors to precursors. I'm worried about losing anti-apoptotics. 190 isn't bad. The doctor was predicting assembly by 150. We're not being given enough information to trust Wernicke's predictions. He's been right so far. I just want to know we're inventing something other than shiny new cancers. I'm worried that the stress response is going to affect the capillaries. Of course. The
therapy's relying on it. Hope maxed out at 190? Parts per million, yeah, but those are precursors to precursors. Ich glaube, das wiederholt sich gerade. Ich habe das gerade nicht ganz gut gelesen. Hier sind wir und Perk richtig. Warum haben wir nicht auf ihren Pager geantwortet? Ich lasse sie wissen. Danke, dass ihr wieder so schnell seid. Been since you've seen Jane. 3 weeks now? That's nothing. You're serious? Sure. You got a girlfriend or somebody? I'm married. How long since you've seen her? Honestly, I'm not even sure. Okay. How about you? Going back to Leadville to pick up Jane, and we're headed out to the lake. That sounds all right. I didn't think I'd miss her this much. Okay, we know what's y'all. Christ, Wayland, hurry up. They're waiting on you. Was los? Ah, you're cutting it close. Fuck. Next patient's incoming and arterial spin still dark. We need you at the front terminal. Log has the first two as guided dreams, classified as childhood sexual with reptile imagery. Childhood sexual reptile. Let's note try repeating the pattern in sequence. You thinking stress reaction is going to get us more cytokines? I'm trying to think of anything. Kid screwing out here. Or a secret. Okay. Fuck's sake. They've got Gluskin out of his cell. Page him again. We need this Park guy in here now. Tell him he's got 15 seconds to keep his job. Christ. Hmm. 1938-02. Guck mal, die Dreiergruppe ja war zu überpillen. We've never had a patient get below 25 million cell deaths per minute. We need to be at 15. Sustin could have reached it. In therapy sessions without chemical assistance, he got down. He had 5 kinds of cancer. Wernicke wants us at 15 APCD. None of this matters if we can't get our apoptosis down to a manageable level. You're gonna have to ride the APCD formal. We've never had a patient get below 25 million cell deaths per minute. We need to be at 15. So, ja, die wiederholen sich auch, sorry, ich habe gerade mal mein Mausbett etwas runtergeschoben, deswegen dann dieser hier. Man sieht also, dass jetzt hier gerade ziemlich viele Leute sind. Die haben wohl beim letzten Mal es wohl alle rausgeschafft oder nur ein Teil, weil ja hier kein Schwein mehr da war. So, das ist dann unser Moin. Gut, dann setzen wir uns mal hin. Park, final. Where have you been? Functional imaging in faces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Nope. So, jetzt mal was beobachten da, mal gucken, was passiert. Are we happy, Mr. Park? Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. Da wird es initiiert. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Thanks, Mr. Park. You had only to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good. Positioning imaging, please. Oh man. Man sieht ja jetzt schon, dass sich You're finished, verändert. Mr. Wayland Park. Leave.
Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Gehe zurück in dein Büro. You need to exit the room, sir. Ja, sehr interessant, was wir da jetzt machen durften. Und jetzt durften wir wieder gehen. Also dafür müssen wir ins Büro. Ja, aber wenn gleich die Scheiße losbricht, ne, dafür sind wir dann, das war doch immer wieder gut. Ich hab keinen Bock mit dir zu reden. Ist wahrscheinlich immer noch alles zu. Gehen wir wieder in unser Büro. Warum auch? Abgeriegelt. Das nennen die Büro. Das ist doch kein Büro, das ist eine Abstellkammer, Freunde. Was? Somebody's been telling stories. Jemand. Oh, what? Wo kommt die denn weg? Die Tür war doch zu. Auf den Boden runter, die Hände. Aua. Oh. Mr. Whalen Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Whalen Park volunteer for the morphogenic engine program? Oh, that's my. I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Oh, okay, jetzt gibt's Prügel. Oh. Aua. Whistleblower. Alter, what the? Jetzt sind wir auch einer von denen, der gerade an die Scheibe geklopft hat. Und, Aber der A. Okay, aber der A. Was ist jetzt? Wieso sind wir frei? Raus aus meiner Birne! Oh nein! Was? Kamera. Ging jetzt so schnell, so kann ich das jetzt nicht lesen. Sollte ich sterben? Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Scheiß Liege. Es sind Stunden vergangen oder Wochen. Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen, unbedingt Hilfe erholen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Sicher? Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier drauf das tun können, was ich nicht konnte, die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich habe verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich habe sowas von verkackt.
Okay. Das ist ein Kackstift. Oh, ja. Da haben wir noch so eine Kamera. Ja, wir kommen mit der Einbatterie jetzt natürlich nicht gerade sehr weit. Oh, diese Musik war. Ah, der macht die Tür immer so leise zu. Oh, was ist läuft hier? Also, das sind alles diese Versuchsobjekte. Wieso sind die alle? Der eine schon wieder nackt, der hat doch kein. Mann, aber das ist ja hässlich, ey. Ihr bleibt mal schön in eurem Kino, ey. Ist ja schlimm. Was zum... Ich will nicht mehr... Kommt um an unsere Therapiesitzung. Hier, nimm die Klinge. Ein wenig in unserem Freund herum. Krieg ein wenig Rot auf deine Hände. Es ist immer gesund, sich auszudrücken. Wenn du zu lange irgendwie unterdrückst, dann tut es vielleicht noch was. Nein, du bist einer von denen. Denkst du, du bist besser als wir? Denkst du, du bist anderes, etwas Besonderes hier? Es gibt keine Zuschauer. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Wow, okay, ich dachte... Motherfucker, trying to... Come not here! Es gibt's doch nicht. Mann! Junge. Ich muss weiter sagen, dass es da oben lang geht. Yeah.